Hallo, hier sind wir wieder mit einem LS Let's Play im Multiplayer, diesmal mit mir, dem Bike und der Johnny, der ist etwas verhindert. Ja, moin trotzdem von mir. Warte, bleib genau da stehen und bist, ich gebe dir den Trecker. Und wo kommt mein Trecker? Ja, wir haben viel gemacht in der Zeit. Und zwar, wir haben ganz viel mit Helfern, das haben wir schon einmal komplett angesehen, geerntet. Hier haben wir angesehen und sind noch beim Ernten. Ganz viel mit Helfer gearbeitet, deswegen haben wir auch nicht so viel Geld. Dafür können wir jetzt mal schön auf meine Rapslageranzeige gucken. Und erstellen. Und stellen erstaunlich fest, ich habe eine Kuh. Genau eine Kuh. Alter, gib mir den Trecker da hinten. Was? Steh da, wo ich den Trecker haben will. Ich will den Trecker haben. Wo bist denn du? Ja, der Grubber, der Helfer Grubber. Ja, ich weiß. Was ist denn Helfer der Grubber? Hast du ihn jetzt ausgemacht? Ja, die bei dem Drescher. Was? Bei dem Drescher. Bei dem Gelben? Nee, im Grün. Super, da komme ich gerade her. Oder steig mal aus, dann kann ich umschalten, okay. Ja, ich gleich, ich steig, ja. So, jetzt kannst du eigentlich in den Grün rein. Ja, wo willst du denn sein Grün, Alter? Hol dir Raps und bring das, zur... Nee, doch, jetzt nicht. Heute ist Scheißtag. Ich bring den Tank, ne? Was? Ich bring das in den Tank. Ja, genau, das bisschen kannst du in den Tank bringen, was da drin ist. Ha, ich spiele schon 3 Minuten, du nur 2. Dann könntest du mal kommen und zu dem roten Träger an der Seite, dem Seemaschine mit ihm, die liegt an der Seite des Feldes, was angepflanzt ist, was aber noch nicht reif ist. Der rote Träger, der kurt doch, der hilft. Ja, du nimmst jetzt mit dem grünen Träger die Seemaschine. Die Seemaschine ist bei diesem fast fertigen Feld quasi direkt neben der Mühle, siehst du denn, ne? Nimmst du und fängst da an, wo dieser rote Träger, der da gerade drüber, da fängst du auf der anderen Seite an, also wo der angefangen ist, jetzt anzusehen. Okay? Jo, also die hängt, ist neben der Mühle, die. Ja, also ziemlich neben der Mühle. Genau. Und ich fange jetzt, nein, Helfer weg. Ich mache jetzt hier mal ohne Helfer einen Augenblick. Wir zocken jetzt mal im Multiplayer together. Forever alone. Wie heiße ich eigentlich? Reik. Und du? Keine Ahnung. Ja, jetzt seht ihr auch mal, wie ich geschrieben werde. Ja. R-E-Y-K. Wann bist denn du da? R-E-Y-K. Witzig. Ich bin gerade mal vom Hof und dann mit dieser Eisenkappe. Ach, ich find's ganz witzig, mit denen zu. Naja, so ist das halt. Eigentlich Ingame-Sound an, ja, ne? Hab ich jetzt gerade... Doch, hab ich. Ich hör's nur nicht, weil ich Headset auf dem Tisch liegen habe. Aber ich denke schon, ja, sollte. Wir müssen mal gucken, ob mein Mikro funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Ob man uns hört. Wo ist die dann? Rechts oder links neben der Mühle? Was? Wo ist die Seemaschine? Gegenüber von der Straße, wenn du auf der Straße von der Mühle bist. Ja, ach, links da. Siehst du? Mhm. Und da lass mal Raps drin und pflanze es jemand drin. Ist sie aufgefüllt? Ja, ich denke schon, die 90%. Hab ich denn. Damit kannst du auf jeden Fall mal anfangen, es sind mehr als 50. Und? Warte. Noch lange, lange Abzeit, fand ich nur geil, ey. Ja, ganz unwissend, ungewollt. Und wie toll ist es? 86. Achso, ja. Ich hab doch noch. Wie viele Liter hast du im Tank? 68. Ach, geht noch. Ich hab 79. Bei 20 Liter sollten wir so langsam nach Hause radeln. Mhm. Die verlieren voll schnell, die. Ja, sind Oldtimer, ne? Du hast gut, glaube ich. Hm? Ob du jetzt gerade grubberst? Ja, mach ich. Oh mein Gott.
mit meinem schönen Roten. Ah, oh, da ist der Reik, da sehen wir diesen Strich. Aber ich muss hier mal eben drehen. Oh, ich muss hier auch mal eben drehen. Du hast aber was verloren. Ach, warte, nee. Ich setz zurück. Und Gas nach vorne. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich bin halt gleich wieder da. Ihr könnt jetzt mal in den Reiten ein bisschen zugucken beim anderen. Ja, das soll passieren, wenn man so schnell fährt. Und ja, nicht so schön. Weil dann wieder. Ja. Ich bin wieder da. Ich habe gerade die Seemaschine verloren, weil ich zu schnell gefahren bin. Oh. Ich wusste nicht, dass man auf 1 fahren muss. Ich bin auf 2 gefahren. Das Mensch, das ist Standardwissen. Das wusste sogar ich. Mit großen Dingern könnt ihr immer schneller fahren. Ja, das hier ist ein Standardprobe, der ist nicht so auf Schnelligkeit. Aber du solltest mich eigentlich überholen. Du fährst nämlich auf Stufe 1 und 13 km/h. Hm. Und ich fahre 10 km/h. Auf Stufe 1? Was? Ich fahre auf Stufe 1 10 km/h. Ja. Hm. Du bist eigentlich im Schnitt ein bisschen schneller als ich. Deshalb solltest du mich eigentlich gleich überholen. Ich glaube, ich habe dich schon überholt. Warte, ich will gucken. Ja, hast du. Tatsache. Er hat ihn. Ist er gemein. Ja, da kannst du mal sehen, wie schnell das gehen kann. Schnell der Reit aufholen. Aber ich habe hier so ein paar Unebenheiten, deswegen muss ich jetzt mal durchfahren und mich einfach mal eiskalt überholen. Ne? Aha. Wie ordentlich er das macht hier. Ja, guck mal, jetzt fällt ja auf einmal das Zappeln mit den Reifen an. Ja, ich muss jetzt einfach mal eine neue Reihe anfangen, weil es eben ein bisschen uneben war, weil ich den Helfer eben mittendrin ausgeschaltet habe. Ausgeschaltet ist wirklich so, als hätte ich mich voll abgeballert. Egal. Da. Ah, er ist ausgeschaltet. Das zum Thema Ausgeben, ne? Ja, das müssen wir auch mal wieder machen. Wir sind ja auch. Oh, ich habe ein richtig geiles Video so gefunden, was wir unbedingt mal testen müssen. Na? War in Battle. Können wir mal machen. Das ist praktisch Battlefield für Arme. Battlefield für Arme, ja. Das können wir unbedingt mal machen. Du hast was verloren. Battlefield für Arme. Nee, du hast ihn noch nicht wieder verloren. Nein, du hast was vergessen, nicht verloren. So, ja, das Stückchen. Mensch, wenn du das große Feld hier angesehen hast, dann interessiert das keinen mehr. Du, ich mache jetzt mal eine Pause und guck mal hier, das heißt, Mensch, das wird aber gar nichts. Oh Gott, der kriegt mich gleich schon wieder. Ich muss Gas geben. Ja. Das ist eigentlich schon fast ein Grubber-Special hier, was wir hier machen. Ja. Aber es macht Spaß. Also das Spiel kann man sich echt kaufen, es ist, macht Spaß. Ja, also im Fingerplayer macht es ganz ehrlich nicht so viel Spaß wie Nein, dann macht auch Let's Plays nicht so viel Spaß. Im Multiplayer macht es einfach bockt mega, also sucht euch ein paar Freunde. Ja, holt euch ein paar Freunde, zockt mit dem Multiplayer oder so. Das schockt auf jeden Fall mehr, dann könnt ihr auch mal ein paar Stunden rumkriegen. Johnny wird auf jeden Fall noch ein Cheating einfügen. Ja, wie man cheaten kann. Ja. Wir werden es nicht machen, aber wie man es theoretisch... Download. Ohne Download.
Ja, wie man es theoretisch machen könnte. Mhm. Wir wollen jetzt nicht cheaten, aber wenn ihr so Cheater-Hacker seid, dann wollen wir euch das auch nicht verbieten. Multiplayer ist doch besser, wenn man da, wenn man häckseln will und dann sich da große Maschinen holt. Ja, aber noch geht das so. Wir kriegen schon noch die großen Maschinen. Wir haben ja ganz viel im Korntank und am nächsten Tag werden wir dann gucken, wenn das so auf 2800 ist, Raps, dann werden wir das nächste Let's Play mit Wegfahren vom Silo machen quasi und uns dann versuchen, auf jeden Fall Drescher zu kaufen. Ja. Naja, wir haben jetzt schon fast das 10. Let's Play ungefähr, denke ich, Johnny. Ja, so 7, 8. Dann denke ich mal so 15. 20. Let's Play ein paar Mods holen. Ja. Wenn wir genug Geld haben, um uns zu kaufen. Ja, erstmal holen wir uns jetzt einen ungeschieteten Drescher. Mods, das sind verschiedene Sachen, so wie Trecker. Ja, ich hab einen Mod schon drin, also jetzt nicht hier im Multiplayer, aber habe ich schon mal gezeigt, ich glaube schon ganz im ersten oder zweiten, da wo ich den Shop erklärt habe. Habe ich die Mods auch so ein bisschen schon erklärt, gezeigt, wie das so abgeht. Ey, der fängt schon wieder an, der Traffic Boy. Oh, mir tut so mein Rücken weh. Ich habe solche Schmerzen, das glaubt ihr nicht. Fahr du mal eben vor, ich hol mir noch mein Kissen. Oh Gott. Johnny will den Kissen holen. Den Kissen, das Kissen holt, dann ist halt kein Reimann. Aber jetzt sagen wir dann nur, wenn wir oder die Zahn noch im Kopf verknüpfen. Balabarababa. Ah, hier bin ich wieder. Neu, frisch und kuscheliger. Jetzt geht er weiter hier aus dieser Perspektive. Kuschelig. Auf jeden Fall. Geh mal aus der Fahrerperspektive. Ja, so sieht's aus, aber damit kann ich nicht gut ansehen. Dann bringe ich nur immer der Anhänger weg. Ja, ich mag die auch nicht, deswegen mache ich die auch nur ganz kurz, nur mal so zu. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zeit ist, aber.